Im Prinzip sind alle Verwandlungen automatisiert. Es hat verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass es reproduzierbar ist. Da wir ja so ein Stück ganz lange immer wieder gleich spielen wollen, gleicher Qualität, aber auch für die Darsteller verlässlich. Der Premierentermin steht bereits fest. Die Einladungen sind rausgeschickt. Schiefgehen darf jetzt nichts mehr. Das müssen wir schaffen, wir haben keine Chance. Die Karten sind verkauft, die Leute wollen kommen. Während die Techniker die Bühne ausbauen und die Sessel im Zuschauersaal montieren, beginnen im fertiggestellten Hinterhaus die Proben. Musical-Darsteller ist einer der härtesten Jobs im Showbusiness. 8 Vorstellungen pro Woche wird Detlef Leistenschneider nach der Premiere absolvieren. Und das über Jahre. Jede Show soll später gleich aussehen. Gemeinsam entwickeln Regie und Darsteller die Rolle. Oh, weg, ich habe Migräne. Und dann erst wieder, Matthias, sag ach, mal. Verstehe, ich dachte, weil jetzt komisch, 2 Takte rein, 1 Takt raus. Ja, ich dachte, du wolltest sozusagen die Musik jetzt einfach wieder. Nee, sondern du musst. Wir sind jetzt gerade am Gucken, wie nuanciert diese Figur des Richard sein kann. Also, er kommt ja aus dem Krieg zurück, ist müde, hungrig sehr wahrscheinlich auch. Also, fast sehr wahrscheinlich, ziemlich sicher sogar. Und jetzt versuchen wir zu nuancieren, wie kraftvoll er doch noch ist, wie groß seine Amplituden sein können, die er ausspielen kann. Und seine Genervtheit von der Ordnung, die nicht mehr vorhanden ist. Und da sind wir in regen Austausch miteinander und gucken irgendwie von Durchlauf zu Durchlauf, wie viel wir da einfach noch rausholen können. Diese Melancholie und Schwere, und da brauche ich ein bisschen mehr aggressives Potenzial. Okay. Weil das war letztes Mal so ein bisschen, dass man dachte, ja, der ist halt müde, der kann ja auch nichts dafür. Und das war Szenen, wo mir ein bisschen die Schärfe manchmal fehlte. Es gehört schon Mut dazu, am Anfang, während der Probenzeit sich zu öffnen, während der ersten Vorstellungen sich zu öffnen, um noch mal die Rolle zu finden, wie sie ist. Komm mal mit raus. Nee. Während bei den Hauptdarstellern Schauspiel und Gesang im Vordergrund stehen. Verstehe ich das richtig? Du kniest dich für den Fuß. Danke, sehr schön. Warten auf die übrigen Darsteller noch ganz andere Herausforderungen. Zum Beispiel Ballakrobatik. Adrian Vogel und Dominik Kaiser jonglieren seit über 10 Jahren professionell mit Fußbällen. Beide wurden extra für die Musicalproduktion engagiert. Sie sollen den Darstellern Ballgefühl beibringen. Heute ist die erste Probe. So, und schön ist natürlich, wenn wir absolut safe mit dem Ball sind und keiner plötzlich aus Versehen vom Fuß rollt. Und dafür sollen die Jungs schon mal, Dominik und Adrian, sorgen, dass ihr lernt, wie halte ich besser sicher den Ball hoch, wie kicke ich den Ball hin und her und den einfach todessicher beherrscht. Und da fangen wir jetzt mit an. Mein erster Rekord im Ball hochhalten war 2-mal. Das heißt, ich habe angefangen, 1-2 war der Ball weg. Ja, super. Habe ich immer trainiert. Und zwischen 2 war mein letzter Rekord 5000. Das Ganze hat 90 Minuten gedauert. Ich hatte 3 Wadenkrämpfe, aber. Aber es ging. Du lebst ja. Aber ich habe es überlebt. Die Darsteller sollen keine Profis werden, aber sie müssen den Ball sicher beherrschen. In dem Stück gibt es mehrere Fußballszenen. Doch bis dahin ist es für einige noch ein langer Weg. Die Arme, die habe ich hier hinten zur Hilfe. Ja. Weil wenn ich den Ball. Okay, du kannst rutschen. Ich kann nämlich rutschen und kann mal um den Ball kämpfen. Ja. Das ist ganz wichtig. Okay. Marc Weigel, der Fußballlegende Fritz Walter spielt, nimmt es gelassen. Ich habe schon mal mit dem gleichen Regisseur gearbeitet, da musste ich auf so Sprungstelzen lernen zu springen, dazu Akkordeon zu spielen, was ich auch nicht konnte, und dazu noch singen. Und nach einer Weile klappt es und dann hoffe ich, dass das hier genauso ist. Ich bin kein Fußballer, aber ich werde jetzt einer werden. Ricardo, Lorenz, Marlo, Luis und Remy haben die Casting-Finalrunde erfolgreich überstanden. Sie gehören zu den 40 Kindern, die im Wunder von Bern mitspielen werden. Um die jungen Darsteller fit für die Bühne zu machen, hat das Musical-Unternehmen eine Schule gegründet. Melanie Vollmatt-Michaelis leitet den Schauspielunterricht.
Ein Erwachsener hat die Chance, 3 Jahre oder 4 Jahre in eine Ausbildung zu gehen, und das hatten die Kinder nicht. Und somit versuchen wir in kurzer Zeit, ihnen möglichst viel beizubringen an Technik, die sie dann brauchen, wenn sie auf der Bühne stehen. Und wie der Mattes zum Beispiel 12 Lieder singt, dass er technisch das überhaupt schafft. Die Schule steht auch anderen Kindern offen. Rund 80 junge Talente bekommen hier zurzeit Tanz-, Gesangs- oder Schauspielunterricht. Wenn man die das erste Mal macht, dann denkt man so, was? Wieso machen wir das jetzt? Jedes Kind, das im Musical mitspielt, benötigt eine Arbeitserlaubnis und das Einverständnis von Eltern, Schule und Ärzten. Wer all die Genehmigungen hat, darf an den Proben teilnehmen. 4-mal die Woche, 4 Stunden. Oh Gott, die bilden mich jetzt dafür aus, dass ich das mache und dann auf der Bühne spielen. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Schiss davor, halt dann irgendwann auf so einer riesigen Bühne zu spielen. Also das Tolle ist ja, dass man auch nicht nur mit den Kindern zusammenarbeitet, sondern auch mit den Erwachsenen eng zusammenarbeitet bei speziellen Szenen und so, dass man halt mit denen zusammen spielt, und ja, das bringt mir eigentlich total Spaß. Einen Raum weiter proben andere Kinder bereits einen Song aus dem Musical. Sie spielen Nebenrollen, die Freunde von Mattes. Noch steht nicht fest, welche Kinder am Abend der Premiere auf der Bühne stehen werden. Diese Entscheidung fällt kurzfristig. Bis dahin geben alle ihr Bestes. Also macht auch riesen Spaß mit denen. Die sind ja auch echt cool alle. Also da kann man ja nichts sagen. Noch sind es 6 Wochen bis zur Premiere. Die Bauarbeiten am Theater sind fast abgeschlossen. In der hauseigenen Schneiderei geht die Arbeit jetzt erst richtig los. Die meisten Kostüme müssen nach den Anproben noch mal umgearbeitet werden. Alle Kostüme werden neu hergestellt. Auf der Bühne müssen einige jedoch abgenutzt aussehen. Besonders die Kleidung der Kriegsheimkehrer und Kumpel. Kostümbildnerin Stefanie Bruhn hat ihre ganz persönliche Methode entwickelt, um aus neu alt zu machen. Und wenn man das dann alles noch in schwarzen Tee legt, dann wird es besonders schön. Und die werden dann noch mit Kohle bearbeitet, sodass sie so eine rußige Struktur bekommen. Und das seht ihr dann hier so, dass die wirklich so eine, dass der Dreck auch ins Gewebe einzieht. Also schwarzer Tee oder Kalium. Aber Tee ist bedeutend gesünder für die Umwelt. Und deshalb nehmen wir gerne Tee. Unter der Leitung von Choreograf Simon Eichenberger probt das Ensemble eine zentrale Musical-Szene. Der Rock'n'Roll Rebel symbolisiert die Aufbruchstimmung der Nachkriegsgeneration. Die Tage sind lang. Während der Proben gibt es kaum Zeit für Privatleben. Doch alle hier brennen für ihren Beruf. Für ihre Bühnenleidenschaft nehmen Simon Eichenberger und seine Kollegen diesen Marathon in Kauf. Darum mag ich meine Arbeit so sehr, diese Teamwork. Also man ist innerhalb der Abteilung, es geht ja auch in die Richtung bis Kostüm und Bühne und musikalische Abteilung, es ist ja alles ist verknüpft. Und man muss miteinander reden, damit ein gemeinsames Endprodukt entsteht. Den rebellischen Rock'n'Roller spielt David Jacobs. Er ist nämlich der Rock'n'Roll-Rebel. Ich bin der Rock'n'Roll-Rebel. Und du willst doch nur leben, oder? Ich will nur leben. Ja. Er ist Bruno. Weiß ich nicht. Bist du ein rebellischer? Ja, ist er schon. Ich würde mich selber nicht so beschreiben, aber wenn du das so sagst. Ja, ich bin total. Ich mach auch mal, ich gehe auch mal nach 2 ins Bett. Und du guckst hinter dem Tisch. Ein Musical selbst zu entwickeln, ist ein unternehmerisches Risiko. Im Falle eines Erfolges zahlt es sich aber aus. Für bewährte Stoffe wie Der König der Löwen müssen hohe Lizenzgebühren gezahlt werden. Beim Wunder von Bern bleibt das Geld im Unternehmen. Für Marilum gibt es andere Gründe, warum das Musical erfolgreich werden muss. Ja, für mich ist das Wunder so besonders, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es ein neuer Schritt ist, dass das Musical macht quasi in Deutschland. Dass es nicht eben nur um reine Unterhaltung geht, sondern es wird wirklich eine
urdeutsche Geschichte erzählt, was mit uns zu tun hat und was wirklich tief geht. Und das finde ich einfach toll, dass man den Mut jetzt wirklich hatte, auch mit dieser Firma, die quasi natürlich auch irgendwie kommerziell sein muss, um zu funktionieren, dass sie den Mut hatten zu sagen, wir machen den Stoff. In den szenischen Proben feilt Regisseur Gil Memert nicht nur am schauspielerischen Ausdruck seiner Darsteller. Vor allem achtet er auf das Timing. Sie werden mich nicht enttäuschen, Fritz. Stopp! Sofort ran! Sonst verlieren wir Zeit. Sie werden mich nicht enttäuschen, Fritz. Und ob eine Show hinter 5 Minuten länger oder kürzer ist, macht viel aus, auch vom Gesamtgefühl. Und auf keinen Fall darf es zu lang sein. Wer gerade nicht spielen, singen oder tanzen muss, nutzt jede Gelegenheit zum Krafttanken. Ich bin ein bisschen platt jetzt. Das ist auch einfach der Beruf so. Da rattert dann alles einfach weiter und du denkst drüber nach. Aber es ist ja auch, macht ja auch Spaß. Also es ist immer dieses, es ist super anstrengend und gleichzeitig aber auch so, es gibt einem so viel, dass man das dann irgendwie in Kauf nimmt. Das ist stressig. Inzwischen sind fast alle Kulissenteile eingebaut. Doch manchmal steckt der Teufel im Detail. Die Dachrinne eines Hauses ist zu groß geraten. Das Element lässt sich nicht durch die Seitengasse schieben. In ein paar Tagen sollen die Proben auf die Bühne verlegt werden. Techniker Thomas Leineweber macht kurzen Prozess. Also hier geht es jetzt relativ um, sagen wir mal, guten Zentimeter nicht mal. Aber es kann halt passieren, man kann halt bei der Planung nie hundertprozentig alles genau auf den Millimeter genau planen. Ein tonnenschweres Problem beschäftigt den technischen Leiter Nils Lino.